Mein Name ist Andreas Bertin, ich bin der Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Der Dokumentarfilm Brainwash von Nina Menkes gibt in einer sehr konzentrierten und sehr eindrucksvollen Art und Weise dar, wie eben Frauen in der Filmkunst gezeigt werden, wie sozusagen das männliche Blickregime da eine ganz eminente Rolle spielt und wie über Jahrzehnte im Grunde genommen auf ja erschreckende Weise, muss man fast sagen, immer wieder eine stereotype Darstellungsweise von Frauen in Filmen vorgenommen worden ist. Auch wenn es nichts direkt mit der Filmkunst zu tun hat, aber ungefähr vor einem halben Jahrhundert ist ein ganz berühmter Essay erschienen, nämlich von Linda Nochlin, und der Titel dieses Essays war Why Have There Been No Great Women Artists? Also zu Deutsch, warum sind da keine großen Künstlerinnen eigentlich gewesen? Und sie hat eben sehr schön dargelegt, und das war eben im Jahr 1971, dass es sozusagen kein individuelles Versagen oder keine individuellen Beweggründe sind, sondern tatsächlich strukturelle Dinge. Und genau das zeigt eigentlich auch sehr schön der Film Brainwash, dass man eben sehen kann, wie über Jahrzehnte in der Filmkunst im Grunde genommen immer wieder die gleichen Präsentationsformen von Frauen, von weiblichen Körpern wiederholt werden, um sozusagen dem männlichen Blick zu gefallen, und wie sehr eben diese ganzen Darstellungsweisen sich so eingeprägt haben, dass wir heute im Grunde genommen selber schon so trainiert sind, deswegen auch sehr schön dieser passende Titel Brainwash, dass wir schon bestimmte Erwartungshaltungen haben, wie eben Frauen in der Kunst, in der Filmkunst präsentiert werden. Oh, der Film sollte tatsächlich von allen angeschaut werden, denke ich mal, das ist ganz wichtig. Also natürlich nicht nur von Männern, aber auch natürlich von Frauen, auch Jugendlichen, dass sie natürlich selber ihre eigene Erwartungshaltung vielleicht überprüfen können und dass sie auch nochmal sehen können, wie systematisch eben die Darstellungsweisen von Frauen in der Filmkunst dargestellt oder eingeübt worden sind und wie sehr sie eben auch auf das Rezeptionsverhalten, also auf die Erwartungshaltung der Betrachter abgefärbt haben.